Hi, Uwe hier. Ja, ich bin heute wieder am Spreekanal und ich war ja hier schon mal auf der Suche nach einem Plätzchen für einen Overnighter oder überhaupt so ein Plätzchen, wo man ab und zu mal hingehen kann. Da hatte ich auf der einen Seite von der Spree schon mal geschaut, aber noch nicht so das Passende gefunden. Deswegen laufe ich heute mal auf der anderen Seite. Vielleicht habe ich ja Glück und sehe was Schönes. Ja, bis später. Ja, das wird auch wahrscheinlich mein allerletztes Video, was ich mit dem Handy drehe. Ich habe mir doch eine GoPro bestellt. Ja, einfach weil ich glaube, dass das für solche Aktivitäten besser geeignet ist. Und die Bildqualität überzeugt mich natürlich auch. Ich habe schon einige Videos geschaut, YouTube-Videos. Ja, das ist also wieder der Oder-Spree-Kanal. Ist eigentlich eine sehr schöne Ecke hier ringsrum, also auf beiden Seiten schöner Wald. Aber ich laufe mal noch ein bisschen. Hier ist gerade so die Grenze gewesen da vorne. Da bis dahin fahren sogar Autos. Also ich werde wohl noch mindestens einen Kilometer hier weiterlaufen und mich dann mal in die Büsche schlagen. Gut, bis später. Ja, ich habe da oben gerade so was Shelter-ähnliches gesehen. Werde ich mir mal anschauen. Vielleicht kann ich ja einziehen. Nee, aber mal, einfach mal aus Interesse, was hier so abgeht. Naja. Gut. Schön gemacht. Aber für meine Zwecke ein bisschen unbrauchbar. Überall die Wildschweinspuren wieder. Ah ja. Davon haben wir wirklich genug in unseren Wäldern. Da ist der Oder-Spree-Kanal und hier geht so eine Schneise hier hoch. Ja, sieht interessant aus. Da werde ich einfach mal hochgehen, mir das mal oben anschauen. Gut, na denn.
Puh, geht's ganz schön hoch. Ja, da hinten sind auch wieder Hochsitze. Also hier in der Nähe sowieso nichts. Trotzdem gehe ich nochmal hoch und schaue mir das an. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Geschafft. Ja, so eine Forststraße hier, kann man fast sagen. Rechts ein Hochsitz. Vorne scheint auch sowas zu sein. Aber hier im Unterholz sitzen wahrscheinlich die Schwarzkittel. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, da suche ich mir lieber was am See irgendwo. Ja, auf alle Fälle ein schöner Wald hier, aber sagt mir noch nicht so zu. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Schreibt es mir ruhig rein. Ich freue mich über jeden Kommentar oder über ein Abo. Wie jeder YouTuber, wie ihr wollt. Hauptsache ihr habt ein bisschen Spaß, was ich hier so mache. Na denn. So, nicht weit von diesem Hochsitz ist hier eine riesengroße Kreuzung. Für die Forstwirtschaft. Alles aufgewühlt. Und hier geht es weiter. Ich werde mal in diese Richtung weitergehen. Das wäre dann noch der Verlauf der Spree ungefähr. Und da muss ich mich dann irgendwie nach rechts schlagen, wenn ich zurück will. Na, ich gehe mal hier weiter. Schöne Wiese. Das wäre ein schöner Platz. Aber so eine andere Straße ist natürlich auch nicht schön. Jetzt mal gucken. Wieder noch Sitz oder was ist das hier? Nee, nur ein paar Bretter. Das könnte mir gefallen hier. Jo. Ja, ich werde mir das mal merken hier die Stelle. Mache ich mir mit meinem Navigerät eine Markierung. Naja, liegt natürlich viel Teamzapfen hier. Und hier könnte man sich einen schönen Tarp spannen. Ach, wenn nicht diese Wildschweine überall wären. Naja. Ja, einen Tarp braucht man nicht unbedingt, aber ich habe ja einen Biwaksack. Das reicht auch. Einfach hier hinknallen und schon hat man Ruhe. So, jetzt bin ich noch ein bisschen weiter reingegangen an der Stelle eben im Wald. Ein
bisschen hügelige Landschaft hier. Aber da ist auch schon wieder ein Weg da unten. Ja, ja gut, haben sich nachts hier hingelegt. Auf einer ebenen Stelle irgendwo. Hier ist natürlich nirgendwas eben. Dürfte nicht passieren. Okay. Jetzt gehe ich mal zu dem Weg. Und dann gehe ich langsam wieder Richtung Spree. Dann habe ich auf der Seite erstmal so ungefähr einen Eindruck gewonnen, was hier so möglich ist. Ja. Wie gesagt, Wildschweine ist so meine bisschen, was ich befürchte. Alles andere, wenn man sich gut hinlegt, wird man nicht gesehen, wenn man ruhig ist. Hier macht das sicher genauso. Ja, und falls es einem zu warm wird hier, da vorne stehen riesengroße Ventilatoren und verbreiten hier frische Luft. Oder auch nicht. Leider kann ich in Hängematten überhaupt nicht schlafen oder so. Habe ich schon mal versucht, weil ich Seitenschläfer bin. Sonst wäre das ja was Leichtes, hier einfach eine Hängematte aufspannen und so den Overnighter machen. Na, vielleicht versuche ich es nochmal.